Und bitte los. Und jetzt bitte. Genau, nur nicht zu mir gucken. Machen Sie ruhig erstmal ein paar Sekunden weiter. Okay, danke. Ja, von Samstag auf Sonntagnacht zwischen 3 und 5 Uhr sind zwei Täter hier auf dem Autohausgelände gewesen und haben an diversen Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Navigationssysteme, Bildschirme, Steuergeräte und ganz schlimm auch bei unseren neuen X5, die noch gar nicht präsentiert worden sind, die LED-Scheinwerfer entwendet.
Also die Täter sind vom Nachbargrundstück gekommen, sind über den Zaun gestiegen, hatten auch schweres Gerät, Brechstangen und Schraubenziehere dabei und haben entsprechend die Scheiben halt eingehebelt, um dann in die Fahrzeuge zu gelangen und in den Fahrzeugen die Navigationsbildschirme und Steuergeräte zu entwenden. Man kann eindeutig auf den Videoaufzeichnungen auch sehen, dass die Scheinwerfer vorne mittels Gewalt mit großen Brechstangen entwendet worden sind und dann abtransportiert worden sind. Sprich, die Bauteile wurden alle auch über den Zaun wieder zum Nachbargrundstück geschafft. Ja, das kann man sehr schlecht nachvollziehen, denn die Täter haben sich scheinbar in Sicherheit gewogen, obwohl wir hier ein kameraüberwachtes Gelände haben, welches auch per Flutlicht die ganze Nacht über ausgeleuchtet ist und in Seelenruhe 2 Stunden lang die Fahrzeuge eingebrochen und die Teile entwendet. Ja, ich denke, es musste auch schnell gehen in der Nacht zum einen. Deshalb hat man sich halt auch auf dem Wege entschieden, die Scheiben einzuschlagen. Und dann war die Geschwindigkeit gefragt. Und das sieht natürlich dann auch sehr brutal aus, weil man natürlich da nicht auf dem offiziellen Weg die Fahrzeuge zerlegt. Ja, also der Sachschaden, den beziffern wir auf ca. 100.000 Euro aufwärts. Was wir noch nicht genau einschätzen können, ist dann wirklich die Instandsetzung der beiden neuen X5, die noch nicht präsentiert worden sind. Diese Fahrzeuge sind noch nicht offiziell auf dem Markt und dadurch können wir auch die Reparaturkosten nur grob schätzen. Zudem sind halt auch die Stecker der Fahrzeuge abgeschnitten worden, sodass komplett neue Kabelbäume eingezogen werden müssen. Und dadurch ist der Schaden halt sehr schlecht zu beziffern. Also das war ein Auftragsklau und die wussten schon genau, was sie brauchen. Und ich gehe davon aus, dass sich die Herrschaften an den Tagen zuvor schon bei uns informiert haben, welche Fahrzeuge hier aktuell am Hof stehen. Denn man kann ganz eindeutig sehen, dass auch die Täter nachts gezielt auf diese Fahrzeuge zugegangen sind.